Was geschieht denn da gerade auf unserer Erde? Eine sehr mysteriöse Sache. Die Tiere laufen im Kreis. Es gibt seit einiger Zeit verschiedene Videos darüber und ich habe es aber mal genau erforscht und möchte dir in diesem Video eine Klarheit verschaffen, was wirklich da dahinter steht. Ob es eine Verschwörungstheorie ist, die hier kommt, oder ob es andere tatsächlich wichtige Gründe gibt, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Schön, dass du da bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses wunderschöne Buch, Das kosmische Wissen der Plejaden, geschrieben. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du den Link unter dem Video anklicken, um mehr zu erfahren. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Thema. Warum laufen die Tiere im Kreis? Haben sie eine bestimmte Botschaft für uns oder was hat das zu bedeuten? Kann es sein, dass die Bilder manipuliert sind, dass die Menschen darauf eingewirkt haben, dass die Tiere im Kreis gehen? Wäre das denkbar? Oder tun die Tiere das von allein, weil sie uns etwas sagen möchten? Manche Menschen sagen, das ist ein Zeichen, dass die Apokalypse kommt. Die Tiere weisen uns darauf hin, es ist schon alles zu spät. Was denkst du darüber? Dann gibt es auch noch ein etwas, was mich aufmerksam gemacht hat, dass man sagt, dass die Tiere, die in Gefangenschaft sind, gegen den Uhrzeigersinn laufen und die Tiere, die in Freiheit sind, mit dem Uhrzeigersinn laufen. Ist das, ja, sind das zwei verschiedene Botschaften vielleicht, die die Tiere hier für uns haben? Kann das sein, dass die Tiere, die in der Gefangenschaft sind, also dass die in der Tierhaltung sind, dass sie zu wenig Platz haben, dass die uns sagen möchten, hört auf, ihr könnt so nicht weitermachen mit uns, kann das sein? Und dass die Tiere, die in der Freiheit leben, die anders herumlaufen, eine andere Botschaft haben, die mit dem Magnetfeld der Erde zusammenhängt, kann das vielleicht sein? Dass sie korrespondieren mit der Polverschiebung, kann das sein? Möglich wäre es. Und dann gibt es noch etwas aus Israel. Die Menschen dort, die sind der Meinung, dass wenn die Tiere im Kreis laufen, dass es eine Botschaft ist, dass Jesus bald kommen wird. Auch das glauben die Menschen. Was hältst denn du jetzt davon? Wir wissen alle, dass die Erde ein Magnetgitterfeld hat. Wir wissen auch, dass die Menschen und die Tiere ein Magnetgitterfeld um den eigenen Körper herum haben. Und mit diesem Magnetfeld korrespondieren wir Menschen unbewusst oder in der Meditation bewusst mit dem Erdgitternetzfeld der Erde. Aber wenn wir jetzt mal anschauen, die Schildkröten, die im Meer sind, die Meeresschildkröten, die haben einen ganz feinen Sinn und verbinden sich mit dem Erdgitternetz. Und sie ergründen, so sagt man, ob dort alles in Ordnung wäre. Das hört sich sehr fantastisch an. Aber viele wissen vielleicht auch, dass besonders auch die Delfine oder auch die Haie, dass die so viel Wissen für uns Menschen haben, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und kann das sein, dass das jetzt mit diesem Gitternetz der Erde, mit dem Magnetfeld zusammenhängt? Was auch noch wichtig ist, ist die Quantenverschränkung. Denn man hat entdeckt, dass auf dem einen Teil der Erde hat es begonnen, dass die Tiere sich im Kreis gedreht haben und plötzlich hat es auf einem ganz weit entfernten Teil der Erde auch haben sich die Tiere im Kreis gedreht. Das heißt also, dass über die Quantenverschränkung die Informationen weitergegeben werden und dass es etwas Wichtiges sein muss. Wir werden nachher in einer Meditation ganz intensiv in diese Quantenverschränkung eintauchen und du wirst dort Informationen erhalten können. Und wenn du dich noch mehr für die Quantenverschränkung interessierst, es gibt von uns Webinare, jetzt auch gleich am 30.01. ein Webinar, was du anschauen könntest, oder es gibt noch zwei andere, die sich alles mit dieser Materie befassen. Der Link ist unter dem Video. Menschen und Tiere sind sich ja sehr ähnlich. Und Tiere können genauso gut
Stress oder Angst empfinden wie Menschen? Und kann es sein, dass sie, wenn sie jetzt in Gefangenschaft sind, einfach im Kreise laufen, um sich wieder zu beruhigen, um in die Mitte zu kommen? Oder kann es auch sein, dass die anderen Tiere in der freien Natur einfach so in eine Meditationsenergie hineinkommen und dort ihren Stress abbauen oder vielleicht sogar den Stress auf der Erde abbauen, dass sie negative Energien transformieren in Licht und Liebe, indem sie im Kreis laufen? Könnte das sein? Was haltet ihr davon? Wir wissen, dass die Tiere sehr eng mit uns verbunden sind. Und über die Tierkommunikation wissen wir, dass die Tiere sehr weise sind. Denkt mal darüber nach. Ich bin gespannt, was ihr mir unter das Video schreibt. Kann es sein, dass die Tiere das vielleicht einfach auch nur für sich selbst tun, dass sie in dieser meditativen Haltung laufen, um sich zu beruhigen, um vielleicht Kontakt sogar mit der Erde aufzunehmen, um Kontakt mit uns aufzunehmen? Kann es das sein? Wir wissen, dass sich die Tiere am Magnetfeld der Erde orientieren. Wir wissen, dass sie ganz feine Sinne haben. Wir beobachten das ja immer bei den Zugvögeln, die ja im Winter Deutschland verlassen zum Beispiel und in wärmere Gebiete fliegen. Dabei orientieren sie sich an den Magnetfeldern. Kann es sein, dass diese Magnetfelder durch die Polverschiebung gestört sind? Kann es sein, dass die Tiere uns darauf hinweisen und sagen, bald geschieht es, macht euch bereit? Kann es vielleicht auch eine andere Botschaft sein, wo die Tiere sagen, ihr lieben Menschen, ihr dreht euch im Kreis, so kommt ihr nicht mehr voran. Das, was ihr gerade macht, all das, was ihr macht, das ist die falsche Richtung. Ändert euer Leben, tretet aus dem, was ihr im Moment tut und ändert alles. Wir helfen euch dabei. Kann es das sein, dass so eine Botschaft in diesen Tierkreisen steckt? Man kann es sich vorstellen. Also von einigen dieser Meinungen, die ich euch jetzt so erzählt habe, bei manchen denke ich schon, ja, könnte sein, das könnte schon sein. Bei manchen denke ich, weiß ich auch nicht so genau. Es gibt auch Ärzte, die sagen, es liegt an bestimmten Medikamenten, die die Tiere bekommen, wo sie dann so halb krank in dem Kreis laufen. Aber wenn man dann die Tiere wiederum anschaut und sieht, dass sie eigentlich gar nicht krank aussehen, wenn sie das tun, müsste es doch noch ein anderer Grund sein. Also wie gesagt, man zweifelt sehr daran, was das zu bedeuten haben könnte. Oder kann es sein, dass Menschen einfach die Tiere beeinflusst haben, dass sie im Kreis laufen, um jetzt tolle Videos zu machen? Kann das sein, so dass wir uns jetzt alle darüber Gedanken machen und dabei ist alles gestellt und gar nicht wahr? Kann das sein? Oder sind diese ganzen Videoclips, die wir sehen, alle schon uralt und man hat sie nur zusammengefügt, um jetzt hier ja, Videos zu machen, die die Leute anschauen, könnte das auch sein. Also ihr seht, es ist total vielschichtig, diese Dinge, was da sein könnte. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir jetzt gleich am Ende des Videos eine Meditation zusammen machen, in welcher wir uns mit den Tieren verbinden, um tatsächlich zu erfahren, an was es liegen könnte oder was sie uns sagen möchten. Ich finde immer, der direkte Weg ist besser als wie, ja, diese Annahmen, es könnte so oder so sein, wenn man es nicht genau weiß. Und deswegen wird es jetzt gleich ganz spannend werden, denn du wirst deine eigene Vision, dein eigenes Bild bekommen, was es zu bedeuten hat. Und das dürft ihr mir gerne unter das Video schreiben. Und daraus wird sich dann ein großer Konsens ergeben, denn daraus werden wir sehen, was es tatsächlich zu bedeuten hat. Und es werden keine Spekulationen sein. Wenn wir jetzt gleich diese Meditation machen, ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, euch tatsächlich fallen zu lassen, denn sonst bekommt ihr keine Visionen, keine Bilder. Das heißt also, sobald ihr
euch noch im Verstand befindet, werdet ihr nichts wahrnehmen. Das ist wichtig, dass man das weiß und dass man einfach sich fallen lässt, in die Gefühle geht und dann alles laufen lässt. Alles laufen lässt, ohne zu denken. Und dann können sich die Tiere mit einem verbinden und ihre Botschaft überbringen. Und das ist sehr interessant und ich möchte wirklich, wirklich wissen, was ihr dabei empfindet. Ich habe meine Antwort bekommen, aber ich möchte es einfach gerne auch von euch hören. Ich möchte auch niemand manipulieren. Ich möchte einfach deswegen, ja, das jetzt mal so alles in den Raum stellen, um zu schauen, was ihr dabei herausbekommt. So, und jetzt fangen wir an. Ich werde mich einsprühen, das muss ich noch machen hier, mit dem 7-Chakren-Spray, um genau in meine Mitte zu kommen, um möglichst tief verbunden zu sein. Und so schließe deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst, auf dein Herz, auf deine Sinne, auf deine Liebe, auf deine Kraft. Und je mehr du bereit bist, dich auf diese Meditation einzulassen, umso wahrscheinlicher ist es, dass du eine Botschaft bekommen wirst. Suche dir also einen Platz, an welchem du ungestört sein kannst. Atme ein paar Mal tief ein und aus und konzentriere dich auf deine Absicht. Deine Absicht ist es, mit den Tieren in deiner Nähe oder mit den Tieren aus diesem Video Kontakt aufzunehmen. Atme in einem Rhythmus, der dir gut tut und konzentriere dich auf die Energie, die in deinem Herzen fließt. Diese Energie, sie besteht aus Liebe und Licht. Und so lass nun dein Licht leuchten und dehne dich dabei so weit aus, wie du kannst. Spüre, wie deine Strahlkraft zunimmt. Und du mit jedem Atemzug ruhiger wirst, wie du dich entspannst. Und sende auch jeden kleinen oder großen Gedanken, wenn er kommt, einfach zu den Wolken, sodass die Gedanken kommen und gehen wie die Wolken und du in deiner Klarheit und Freiheit bist. Tief versunken in deiner Liebe zu Mutter Erde, in deiner Liebe zu den Tieren. Und nun lass ein Bild vor deinem dritten Auge entstehen von einem Tier, was du sehr liebst, oder von den Tieren aus diesem Video. Lass dir ein wenig Zeit und spüre, wie dieses Bild vor deinem dritten Auge stärker wird.
Und nun sende aus deinem Herzen einen ganz großen Strahl der Liebe, einen goldenen Strahl der Liebe zu diesem Tier oder zu diesen Tieren, die im Kreis laufen. Sende deinen Herzensstrahl dorthin und lass ihn im Kreis kreisen, so wie die Tiere laufen. Tue dies für eine Weile und lass dich fallen in den Rhythmus der Töne, der heiligen Töne. Lass dich führen von deiner Seele und empfange die Bilder, die sich dir jetzt zeigen. Und nun stelle deine Frage, liebe Tiere, wie lautet die Botschaft? Warum lauft ihr im Kreis? Alles, was du wahrnimmst, sei es ein Bild, seien es Worte oder Gefühle, hat eine bestimmte Bedeutung. Und du solltest jede Bedeutung ernst nehmen. Denn die Tiere sprechen manchmal auch in Bildern zu dir und nicht in Worten. Und vielleicht haben sie dir verschiedene Bilder gezeigt. Nimm dir noch einmal Zeit, um nachzufragen, welches Bild wichtig wäre. Jetzt, welches Bild bedeutsam wäre für die ganzen Menschen. Was möchten sie uns sagen? Und dann schicke ganz viel Liebe und Licht zu den Tieren. Bedanke dich für alles, was du empfangen durftest. Licht und Liebe fließt zu allen Tieren auf der Erde. Und wir bitten alle Tiere, uns Menschen zu vergeben für das Leid, was hier geschieht. Wir bitten sehr die Tiere um Vergebung
und senden Licht und Liebe. Vielleicht bekommst du jetzt noch eine Botschaft. Vielleicht bekommst du ein Bild, ein weiteres Bild. Bedanke dich nun für alles, was du erleben durftest und komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Ich bin so gespannt, was ihr als Botschaft bekommen habt und ich bin so gespannt, was wir mit diesem Video erreichen können. Wie viel Licht auf die Erde fließt und wie viel Kraft für die Veränderung, für ein neues, goldenes Zeitalter dadurch fließen wird. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du meinen Kanal abonnieren, mein Video liken und teilen und natürlich unbedingt etwas in die Bemerkungen schreiben. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald.